Also, herzlichen Glückwunsch an unsere Mädels hier heute Abend. So, jetzt bedanken sich beide Mannschaften bei ihren Fans und bei uns allen. 3:0. Und laufen Sie nicht weg, wir machen dann anschließend das Pressegespräch auf der linken Seite vom Feld, hier aus unserer Sicht. Und dann warten wir mal ab. Aber mal nach Hause. Und auf der anderen Seite Thomas Alexandersen, ein Schiffener Sportler. Dann können wir mal die Sätze kurz ansagen. 25:40 Spielzeit 20 Minuten. 25:13 Spielzeit 18 Minuten oder 19, Entschuldigung. Und der dritte Satz 25:17 Spielzeit 25 Minuten. 3:0, klares Ergebnis. Eine Frage an den Höhen, der ist am 31. Januar besser gewesen, wo wir noch ganz viel stehen hatten, das war ja auch ein Nachholspiel. Vielleicht erklärst du aus deiner Sicht die Fakten zum Spiel der Trainer Kümpel gestern. Erstmal herzlich willkommen allen, ich denke mal, wir hatten natürlich auch das ganze normale Spiel, wahrscheinlich nicht anders gespielt, natürlich ist es schon nicht so gut. Ich glaube, wir haben uns in der Art und Weise gesehen, wie wir das gespielt haben. Und bei den ersten beiden haben wir uns auch relativ schnell aufgezeigt, wo so die Arme hängt. Von den Dürfen war ich ganz froh, dass wir tatsächlich dagegen halten konnten und auch zeigen konnten, dass wir zurecht zu dieser Liga gekommen sind, nicht nur von uns Wahlhofs sind. Leider konnten wir uns das ein bisschen endlich durchziehen, um 8 von der Leistung zu sehen, die jetzt eigentlich hat. Man hat ja mal den Blick gehalten, aber dann kam irgendwie der Bruch so bei Punktstand 12 oder bei 10 und dann wurde es deutlich. Haben Sie schon wieder besser angestimmt im Gegensatz oder war dann heute aus Ausfälle sich nicht mehr drin? Ich denke mal, egal wer jetzt hier spielt, war aus den Mannschaften, die da unten spielen, sie müssen sich natürlich auch erstmal an das Niveau, was Stimmen nicht spielt, gewöhnen. Und das natürlich nicht so gut. Ich denke mal, das ist im dritten Satz dann besser geworden, es auch einzustellen. Wir haben maßenweise über Zeit nicht was können, aber letztendlich kann man dann über das ganze Satz, weil das für die ganze Zeit so ist, nicht dürfen. Also, Dankeschön an Jürgen Treckner, Trainer bei Köpenick SC. Jetzt gibt es gleich weiter an unseren Trainer, an Tore Alexandersen. Jetzt 2 Spiele in der neuen Halle, beide Spiele 3:0 gewonnen, kann man da zufrieden sein. Ja, jetzt können wir noch ein bisschen weitergehen. Das hat mich gar nicht gewundert. Ja, wir sind sehr spät heute hier unterwegs und ich freue mich auch, dass die Stille in aller Blauen ist, also Pesca so gut gespielt. Und das zeigt die Stärke unserer Gruppe. Und ja, ganz einfach, wir freuen uns weiter über diese 2 Punkte und haben diese Punkte heute Abend genießen und morgen. Es ist weiter verwendet für das Spiel und Samstag gegen Potsdam. Also, klare Ansage, wir wollen natürlich unsere Spiele, auch die Nachholspiele, die wir ja noch haben, gewinnen. Dann bleiben wir natürlich dabei und ganz oben dran. Wie geht es mit dem Köpenick SC weiter, nächste Spiel und Saison Ziel? Vielleicht noch ganz kurz dazu nehmen. Ja, unser Saisonziel wird auf Potsdam zu kommen. Nächstes Spiel spielen wir in Hamburg, rechnen wir uns ein bisschen mehr aus. Also wir werden versuchen, das Spiel relativ schnell abzuhaken, weil wir letztendlich überbauen, 3 Tage schon in der Nähe. Ja, dann kommen wir natürlich noch zu der Wahl. Beste Spielerin, da kriegt auch Jürgen das Wort. Beste Spielerin, beim Schwingen sieht aus deiner Sicht. Dennis Hanke als Zuspielerin. Also, Dennis Hanke, unsere Nummer 10. Thank you.
die Sache kommt, nochmal mit nach vorne, hinter uns am Tisch. Und auf der anderen Seite gibt es hier in der Mitte, das passt dann besser zum Bild. Ja, Tore Alexandersen sagt jetzt aus seiner Sicht beste Spielerin beim Köpenicker SC. Auch eine Spielerin, so Spielerin beim Köpenick, Doreen Engel. Doreen Engel! Ja, und diese hat sich groß geworden. Sie kommt gerade hier, steht da hinten bei der Familie. Gut, das muss ja sein. So oft sieht man sich ja noch nicht mehr. Also, vielleicht nochmal Applaus, da kommt sie schon. Doreen Engel, beste Spielerin. Hier bei unserer Gästin, Doreen kommt hier noch mal. So, ganz kurz eine Frage noch zu unserer Spielerin Dennis Handel. Beste Spielerin, Spiel ist gut gelaufen. Vielleicht sagst du noch einen Satz, wie es weitergeht. Oder geht es los? Das war Dennis Handke. Und nochmal Doreen, hier auch groß geworden beim Spieler SC. Du hast ja schon viele Stationen jetzt hinter dir, jetzt bist du bei Köpenicker SC. Vielleicht aus deiner Sicht, wo hast du dich denn am wohlsten gefühlt? Ich habe mich eigentlich überall gefühlt, ehrlich. So, und in Berlin, wie lange bist du da? Ja, ich bin ja erst seit November in Köpenick und für mich hat er gut. Also, das war Doreen Engel. Wir haben auch noch ein paar Spieler SC. Tore hat das letzte Wort, vielleicht nochmal zu unserem nächsten Heimspiel, zu unserem nächsten Gegner. Ja, es geht doof am nächsten Samstag und wir wünschen Ihnen weiter viele, viele Zuschauer dabei. Also, kommt zurück und arbeiten. Okay, wir haben es ja gesagt, 8:24 heute. Beim letzten Heimspiel hatten wir 1640. Und wir bedanken uns, dass Sie hier waren, unsere Gäste, eine angenehme Einfahrt nach Berlin zurück. Und wir fühlen uns frei, wenn Sie wieder hier zu uns in die Wolle-Arena kommen. Eine schöne Woche noch, viel Spaß, Dankeschön, dass Sie hier waren. Tschüss.